Hier befinden wir uns in der Kirche St. Maria Magdalena in Flasheim an der Krippe, heute am Fest der Heiligen Familie. Und wir feiern unseren Gottesdienst und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesen Wochen und Monaten können wir uns sehr vertraut fühlen, ein wenig verwandt mit Maria und Josef, die von Tag zu Tag nicht wussten, wie es weitergeht. Sie waren unterwegs in Unsicherheit, konnten nicht in die Synagoge gehen, also nicht in die Kirche gehen, wussten von einem Tag zum anderen nicht, was anstand. Und so sind wir in dieser Zeit auch. Wir befinden uns in ähnlicher Situation. Vielleicht sind wir dem eigentlichen Weihnachten auf diese Weise näher als sonst. Und Gott kommt zur Welt in der Zeit, wie sie ist, damals wie heute, für uns. Und so rufen wir das Erbarmen Gottes an. Wir preisen sein Erbarmen und bitten zugleich darum. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Eins hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hören wir das Evangelium zur Feier des Tages. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden,
denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Das Fest der Heiligen Familie feiern wir. Erscheinung bei der Heiligen Familie. Das haben die Hirten erlebt. Aufgrund der Botschaft der Engel sind sie losgegangen und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und sie freuten sich und jubelten und erzählten es allen. Die Erscheinung bei den alten Leuten, die alten Leute, Simeon und Hanna, von ihnen wird gesagt, dass sie auf den Heiligen Geist achteten und sie spürten, jetzt im Tempel passiert was Wichtiges. Und so erschienen sie der kleinen Familie, Maria und Josef und dem Jesus im Tempel. Und ich stelle es mir so vor, wie der heilige Franziskus es uns nahelegt und auch der heilige Ignatius, dass man sich sozusagen in der Szene selber wiederfinden soll, dass ich mit im Tempel bin. Und Hanna erzählt mir von diesem Kind, von dem Messias, der kommen wird. Und sie nimmt mich mit und da stehe ich neben dem alten Simeon, der das Kind in Armen trägt, und Simeon strahlt. Und dann heißt es, dass Simeon die beiden segnet, Maria und Josef. Und da gibt, so stelle ich es mir vor und es geht mir nahe, da gibt mir derweil Simeon das Kind, damit er Maria und Josef segnen kann. Und das geht mir zu Herzen. Das ist heilige Kommunion. Und nachdem Simeon Maria und Josef gesegnet hat, gebe ich ihm wieder das Kind und er gibt es zurück an Maria. Und alle sind gesegnet. Später werden wir erleben, dass auch Weise aus dem Morgenland unterwegs sind, einem Stern folgen, und der bleibt über dem Stall stehen. Und sie freuen sich, als sie die kleine heilige Familie erleben und das Kind, den neugeborenen König, wie es ihnen verheißen war. Wir erleben in dieser Zeit Weihnachten so ähnlich wie Maria und Josef.
ganz anders als sonst, viel bescheidener, in größerer Unsicherheit. Aber gerade da kommt Gott für uns zur Welt. Darauf dürfen wir vertrauen. Gut, dass er zu uns kommt. Erscheinung des Herrn immer wieder. Gott sei Dank. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater. Vater, steh den Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung. Steh ihnen zur Seite. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Segne das Wirken aller Erzieherinnen und Erzieher, aller Lehrerinnen und Lehrer. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf allen, die sich um verwahrloste Kinder und Jugendliche kümmern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Nimm alle in deine Freude auf, die in ihrem Leben große Sorgen um ihre Kinder ertragen haben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Und all unsere Bitten sind aufgehoben in dem Gebet, das Jesus uns anvertraut hat. So beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss eine chinesische Geschichte. Warum es keinen Krieg geben kann. Als der Krieg zwischen den beiden benachbarten Völkern unvermeidlich war, schickten die Feldherren von beiden Seiten Späher aus, um zu erkunden, wo man am leichtesten in das Nachbarland einfallen könnte. Die Kundschafter kehrten zurück und berichteten auf beiden Seiten dasselbe. Es gäbe nur eine Stelle an der Grenze, die sich dafür eigne. Dort aber, sagten sie, wohnt ein braver kleiner Bauer in einem kleinen Haus mit seiner anmutigen Frau. Sie haben einander lieb und es heißt, sie seien die glücklichsten Menschen auf der Welt. Sie haben ein Kind. Wenn wir nun über sein Grundstück marschieren, dann zerstören wir das Glück. Also kann es keinen Krieg geben. Das sahen die Feldherren ein und der Krieg unterblieb, wie jeder Mensch begreifen wird. Gott, um solchen Frieden bitten wir. Frieden in den Familien und Frieden, der von den Familien ausgeht.
und Frieden für die Welt. So segne uns alle in den Familien und alle, an die wir denken, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.